Hallo, eine neue Etta-Folge. Ja, wir haben Topflap, genau. Wir haben das Zeugs hier und wir wollen diesen Schlüssel reparieren. Und daher gehe ich mal davon aus, dass wir mal wieder irgendwas Lehmiges benötigen. Lehmiges bekommt man meistens irgendwo außerhalb vom Haus. Und deswegen probiere ich jetzt einfach mal alle Möglichkeiten durch. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Es muss ja dann wohl jetzt irgendwo irgendwas geben, was annähernd an Lehm rankommt. Vermute ich. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es zumindest. Aber die Frage ist, wo? Das ist mein Problem. Hier haben wir auch nichts Besonderes. Den Farbtopf vielleicht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der was bringt. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Das weiß ich auch, Edna, aber das spielt doch keine Rolle. Ich brauche Lehm. Oder irgendwas anderes in dieser Art. Vielleicht finden wir im Keller etwas. Ich meine, die Schaufel. Die Nägel. Ja, was sollen die Nägel bringen? Nutzlosigkeit. Ja. Nutzlosigkeit im Glas. Ich sollte mal aufhören, immer diese Dinge zu überspringen. Wäre vielleicht sinnvoll. So. Können wir das vielleicht als Lehm benutzen? Die Pilzernte kann auch bis morgen warten. Ja, es war ein Versuch, Edna. Mit was können wir den Schlüssel jetzt kombinieren, um einen Diese Abdruck zu Pilzsuppe erzeugen? ist das Tor zu einer. Ich. Das hatten wir schon. Ich brauche irgendwas, was annähernd an Lehm rankommt. Ja, jetzt geht durch, Edna. Hier haben wir auch nur Pflanze, Haustür, Spiegel. Oh Mann. Die Pflanze wird uns wohl auch nicht viel bringen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Na, willst du nicht mit dir sprechen, Hier Edna? ist alles tot. Toll. Das war jetzt nicht die Information, die ich mir erhofft habe. Ah, es ist so schrecklich. Kann man da vielleicht irgendwas ne mitnehmen von dem Tisch? Der Tisch ist zu schwer. Ja, aber das Tischtuch vielleicht. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Irgendwo muss es ja was geben. Irgendwo. Aber ich habe die Vermutung, dass es nicht hier im Haus sein wird. Das ist mein Problem. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Komm, von vorne habe ich gesagt, Edna. Von vorne. Von vorne. Vorne, 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 vorne. So. Was haben wir jetzt? Scherben. Scherben? Er hat angefangen. Können wir die vielleicht mitnehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Naja. Und jetzt? Ton. Wie ging das noch gleich? Oh nee, das wird jetzt aber nicht so eine Banalität sein, oder? Geh durch da, Edna. Das wird jetzt nicht so eine Banalität sein, wie ich jetzt gerade im Moment vermute. Aber dann drehe ich durch. Oh, ich will jetzt hier dich totalst ausprobieren. Ich will auch logisch schlussfolgern. Darauf gehen sollst du, Edna. Geh rauf. Edna. Edna, geh rauf. Hallo. Jetzt. So, mit Spüle. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ach so, stimmt. Ja, da müssen wir wohl noch, doch noch mal raus. Ich hoffe, ich habe Glück. Bei meinem Pech habe ich So nicht habe Glück. ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Genau. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Gut, dann geht's jetzt wieder von vorn los.
Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Also jetzt wird's allmählich anstrengend da hier. Das machen wir wieder da rein. Was einmal geklappt hat? Und dann holen wir es wieder raus. Und dann gießen wir das wieder Gute da rein. Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Und dann gehen wir wieder darauf. Wobei ich ja Gold für einen Schlüssel etwas seltsam finde. Aber okay. So, jetzt haben wir den doofen Schlüssel. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Beschreibung, ein Schlüssel, sie zu öffnen. Aha, ein Ring, sie zu knechten. Okay, dann kommen wir da jetzt so auch außen ein. Na gut, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Ah, das Spiel, das macht mich noch ganz kaputt hier, ey. Dann kommen wir doch jetzt endlich in mein Zimmer. Natürlich in Ednas Zimmer. Entschuldigung. Ist aber ein seltsamer Schlüssel für so ein Schlüsselloch, nicht? Also. Und rein geht's. Oh, fünf. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Und es wird wieder Tempomorph. Wir haben sie gefunden! Die Tempomorph-Szene, die dritte. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Wahrscheinlich wieder ins Zimmer. Edna wieder mit ihren lustigen Strümpfen. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Oh, ist doch nicht schlimm. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Ach, so ein Schwachsinn. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Okay, Dockel. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Da liegt's ja. Ganz groß. Aber vorher war mal. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich von später hier in den Hintergrund reinmontiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Gut, aber wir haben jetzt hier nicht viel Elefant. Ja, den schauen wir uns an. Ach so. Geht es nicht? Achso, ansehen.
Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Okay, nee, wollen wir mal ohne Umschwenke da gleich hergehen und das Tagebuch angucken, wenn's schon hier so schön liegt. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich zur Tür gehen. Vermute ich jetzt mal. Zu. Scheibenkleister. Adam hat Schrank, der wird ja wohl jetzt nicht umsonst hier stehen. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Aha, das Fenster, vielleicht wird uns das was bringen. So viele Erinnerungen da draußen. Das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Zu. Harvey wird uns da jetzt auch nicht viel bringen. Schon wieder eine von der Sorte. Schon wieder eine von der Sorte. Nur wir haben hier ja auch kein Inventar. Oh, ach, da ist noch ein Korb. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Nette Kombi. Das gibt's doch nicht. Müssen wir doch jetzt irgendwie rauskommen. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Ja, soll es das jetzt gewesen sein? Alfred? Edna! Wie geht's, Harvey? Prima! Vielleicht müssen wir doch irgendwas mit Harvey machen. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Ja, Edna, ich will dir doch auch nur helfen. Öffnest du das Fenster für mich? Warum nicht? Gib mir einfach das Kommando, dann erledige ich das. Okay, benutzen Fenster. Dann wird jetzt Harvey wahrscheinlich da raus können. Genau, dachte ich's mir doch. Puh, ach wie süß, ein Specht. Nochmal ein Fenster. Da wird Harvey dann wohl reingucken. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Aha. Rekursion okay. Ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich's ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Wobei das ehrlich gesagt wenig Sinn macht, weil er ja eigentlich nur eine gespaltene Persönlichkeit von ihr ist oder sowas naht. Alfred. Den packen wir mal mit ein. Das Fenster. Achso, da können wir sonst nichts machen. Moment, Poki will schon wieder was von uns. Oh, und der Screen hängt. Aber jetzt ist er wieder da. Gut. Müssen wir mal schnell gucken, was Poki da jetzt eigentlich von uns will. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet
Und das dann wieder eingescannt. Anders kann das nicht gewesen sein. Man kann aber auch am Computer wegradieren. Und ich glaube, da... Ne, das will ich gar nicht mehr hören. Oh. Ich glaube. Komm, Edna, sag mir was dazu. Oh. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Was soll denn dieser Kack jetzt? Naja, gut, wir können hier jetzt natürlich auch den Specht noch geben. Müssen wir nochmal da reinschauen und nochmal das hier reinziehen. Ich ziehe es jetzt vorsichtshalber zweimal rein. Nee, das geht nicht, okay. Aber jetzt. So. Oh, schrecklich. Schreckliches Spiel. Als erstes mal den Specht. Edna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Mhm. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Aber wieso kann ich dann da raus? Wenn hier nichts ist, außer der Specht und das Fenster. Der Specht bringt uns nichts. Und hier nichts ist, außer Fenster und Alfred. Hallo Vergangenheit! Hast du mich vermisst? Bin ich ein bisschen schweigsam geworden, weil ich jetzt gerade im Moment etwas... Das ist bereits meins. ...etwas verwirrt bin, wie es hier weitergehen soll. Ja, bitte? Alfred, bist du noch da draußen? Edna! Ist das okay? Hä? Ja, bitte? Ja, bitte? Das gibt's doch nicht. Da muss es jetzt irgendeine Möglichkeit geben. An manchen Tagen, dieser Tag gehörte nicht... Lass das, okay? Was soll denn das? Ah. Vielleicht können wir den Elefant irgendwie nehmen. Vielleicht bringt er uns was. Apokalypso bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Okay. Jetzt wird's wieder etwas. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Das hast du bereits gesagt, Dieser Tag Edna. Gehörte... Das gibt's doch Alfred, nicht. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Ja, bitte? Ja, bitte? Vielleicht bringt uns jetzt Habe was. Jetzt haben wir ja geklopft. Und vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir uns nochmal einmal den Alfred mit. Ah, das zieht sich. Und ich werde so schweigsam, wenn ich überlege. Ich habe aber auch absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Dann habe ich bald keine Ahnung mehr. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Müssen wir es nochmal probieren. Hä? Ist das okay? Das war jetzt die falsche Reihenfolge, würde ich behaupten. Na gut, müssen wir es in der nächsten Folge nochmal versuchen. Dann gehen wir einfach nochmal alle Möglichkeiten durch, die wir hier haben. Und schauen, ob wir dann vielleicht irgendwann rauskommen. Ja. Wünscht mir Glück. Die nächste Folge, mal gucken, wie viel letzte es denn dann wohl ist. Vielleicht die letzte? Vielleicht die vorletzte? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.